Mein Name ist Annie und ich bin immer noch im Dschungel gestrandet mit meinen beiden Kindern und meinem halbwegs renovierten Haus. Ich hoffe, wir können bald noch viel, viel mehr renovieren. Heute leider altern wieder meine Kinder, weil ich über den MCC immer noch nicht einstellen kann, dass sie eine externe Alterung haben. Wir werden uns auf jeden Fall, bevor sie jetzt aber noch mal einmal altern, ihre jetzigen Säuglingsmarotten einmal angucken. Und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß in der heutigen Folge. Denkt dran, dass ihr mir unter dem Hashtag Annis Reise gerne auch nochmal Sims und Gebäude mit hochladen könnt, die ich dann in einem externen Video extra zeige, nur für euch, denn ich freue mich auf eure Sims und auf eure Gebäude. Viel Spaß in der heutigen Folge! Unsere Anni wird sich jetzt erstmal hier um unsere halbe Farm kümmern. Mit unserem Hahn scheinen wir uns ein bisschen besser jetzt mittlerweile zu verstehen. Das finde ich ganz gut, aber unsere Henne mag uns halt nicht. Schwarzen Hahn vielleicht einmal streicheln. Ich weiß auch gar nicht, wo unsere Henne abgeblieben ist. Ach, die sitzt auf dem Brutei, ne? Ein Hahnebüchenrat geben. Mal gucken, ob das hier schon mal funktioniert. Unsere Henne ist ja ein bisschen schüchterner. Unsere Babys sind witzigerweise aus dem Säuglingsbett gespawnt. Die lagen im Bett. Jetzt liegen sie hier, sollen heute ja nochmal altern. Wir werden da jetzt mal Beth reinlegen und hier werden wir schon mal Benjamin reinlegen. Jetzt gehe ich hier einmal auf Beth. Beth ist übrigens, liebt die Wegzeit. Das ist ihre erste Marotte und ist eine pieselnde Mampferin. Diese Säuglinge pieseln häufig, wenn sie gefüttert werden. Säuglinge mit dieser Marotte machen beim Füttern öfter in die Windel. Und unser Benjamin ist vorsichtig, spuckfreudig, häufiger Schluck auf und ein Freiluftpiesler. Oh Mann, diese Übersetzung ist der Hammer. Ja, entschuldigt. Wie gesagt, unsere Kinder altern leider heute noch einmal. Einmal werde ich sie jetzt auch zurückcheaten, dass sie auch noch mal ein bisschen was von denen haben. Jetzt kannst du dich gerne noch mal einmal hier um Yuma kümmern. Aber Yuma hüpft jetzt wieder auf die Theke, ne? Aber das soll er auch. Das soll er auch. Yuma betrachten, Yuma anlächeln. Ach, guck mal, nee, das kann das Kind machen, ne? Kannst du ihn jetzt streicheln? Oha! Was ist dein Problem? Da ist alles gut. Also nur eigentlich ein bisschen Aufmerksamkeit. Du kannst ja mal eine gute Nachtgeschichte erzählen. Ein Baby schläft schon. Da hat Anja schon mal was Gutes freigerupft. Hier haben wir noch so einiges drin, dass ich mich darum erstmal nicht kümmern muss. Ich habe jetzt noch einen Nachttisch schon mal oder einen Beistelltisch schon mal gehandwerkt. Was können wir denn noch so Schönes handwerken gerade für Anja? Also ich würde jetzt ganz gut finden, wenn sie jetzt schon mal ein Töpfchen machen würde. Und ich würde es ganz gut finden, wenn sie schon mal zwei Toddlerbetten vorbereitet, die wir dann hinterher benutzen können. Welches Toddlerbett wir dann nehmen, weiß ich noch nicht. Aber sie hat dann zumindest schon mal zwei hergestellt. Das dauert ja jetzt auch alles hier nochmal einen ganz kleinen Moment. Ich würde mich nochmal bei euch zurückmelden, wenn Anni dann das fertig gehandwerkt hat. Diese drei Sachen wird sie jetzt auf jeden Fall machen, damit wir dann einen Gartenverkauf starten können. Und dann würde ich die Kinder einmal kurz hin und her altern. Oder vielleicht altern sie auch bis dahin. Müsste ja jetzt losgehen. Und der Yuma, ne? Ich habe gestern auch so ein cooles Bild gehabt. Da hat er echt wortwörtlich hier so durchs Fenster geguckt. Guckt mal. Das muss man auch mal aufnehmen, ne? Das ist doch... Guckt euch mal dieses Bild an. Da guckt er hier mitten durchs Fenster, ne? Typisch Katze, kann man sagen. Aber in unserem Fall ja. Roter Panda. Wir müssen auch mal gucken, dass wir dann bald irgendwie mal nach Streunern Ausschau halten. Denn Anni steht ja jetzt auch schon wieder kurz vor der nächsten Hauserweiterung. Ich meine, das geht mit der Archäologienkraft schon echt schnell. Ich würde halt ganz gerne nur jetzt noch einmal ein bisschen Geld mit Anni machen, dass wir dann nochmal in die Stadt runter können, um hier Weberknechts Gedöns alles zu kaufen, damit Anni uns nicht stirbt. Vielleicht sollten wir auch Unsterblichkeiten über ein MCC einstellen. Was haltet ihr davon? Oder ist euch das zu krass gecheatet? Damit Anni uns auf den Reisen halt auch nicht stirbt, weil das wäre jetzt irgendwie ein bisschen Panne, wenn das Let's Play jetzt durch eine Spinne oder irgendwas anderem enden würde. Vielleicht könnten wir das ja tun, aber das, ihr wisst ja, ich entscheide nichts ohne euch und jetzt melde ich mich dann gleich nochmal bei euch zurück, wenn Anni die beiden Kleinkindbetten fertig gemacht hat. Ja, unsere Anni startet jetzt hier nochmal ihren Gartenverkauf. Viele Sachen sind ja jetzt nicht mehr drauf. 2, 4, 6, 8, 10 Sachen. Bin mal gespannt, wie viel jetzt auch runtergehen werden.
Und ob Anni jetzt noch mal ein bisschen Kohle macht. Denn hiermit alleine wird es das wohl nicht werden. Ich werde nebenbei jetzt noch mal das Inventar öffnen, weil ich hole ja immer so ein paar Sachen hier nur raus. Von jedem am besten immer nur so drei. Ich werde jetzt auch mal anfangen, mich nicht mehr jeden Tag jetzt um den Garten zu kümmern. Also kümmern ja, aber nicht mehr jeden Tag abernten. Ich werde auch noch mal ein paar Sachen mit in den Kühlschrank reinpacken, damit das hier auch nach und nach mal alles so weniger wird, weil nur mit Obst und Gemüse, das wissen wir ja aus der Farm Life Challenge, dauert es halt ewig, dann reich zu werden, ne? Guck mal, Leute, ich habe noch nicht mal die Zwerge verkauft, ne? Das muss ich noch machen. 2952 hat Annie jetzt. 2952, das darf ich nicht vergessen, weil die cheat ich ja wieder weg. Money. 2952. So. Haben wir das Geld nämlich von den Zwergen wieder weggecheatet. So, und dann können wir auch noch mal eins von den teureren Sachen hier jetzt noch mal wieder reinstellen. Und so langsam kann Andi dann mal in der nächsten Folge wieder sich ein bisschen um gutes Geld kümmern, sage ich jetzt mal. Sie hat jetzt auf jeden Fall ein Töpfchen hergestellt und zwei Kleinkindbetten. Ich freue mich schon sehr drauf, denn die nächste Erweiterung wird hier stattfinden für Anni. Denke ich mal. Und dann hoffen wir einfach mal, dass das so klappt, wie ich es mir vorstelle. Es wird bestimmt nicht einfach. Ich werde wahrscheinlich am Anfang erstmal eine Treppe benutzen oder mit dem MCC Teleport einstellen müssen. Aber das kriegen wir schon alles irgendwie nach und nach auch hin. Was verkaufst du mir hier für den Müll? Na gut, ich habe aber trotzdem was gekauft, aber was ist das hier für ein Müll? Dafür bin ich extra so weit rausgereist, ich weiß auch nicht. Aber ich bleibe erstmal hier noch ein bisschen stehen. Vielleicht möchtest du ja noch irgendwas dazu sagen. Hallo, schönen guten Tag. Ich wollte gern was kaufen. Ich gehe erstmal wieder meine Akten machen. Ist ja toll, ihr werdet mir einfach ignoriert. Hallo, Juma. Fass mich nicht an. Okay, ich kaufe ja schon was, bevor du mich angreifst. Ja, und geh bloß nach Hause. Geh bloß nach Hause. Meine Frau will das nicht. Also geh. Erstmal alle verteidig hier vor den Kindern. Ich gehe gleich wieder rein. Erstmal gucken, ob alles in Ordnung ist. So, Anni, doch mal richtig arbeiten hier. Hallo, schönen guten Tag. Ich würde gerne etwas kaufen. Vielen, vielen Dank. Ich habe eine Steckpalme gekauft, auch wenn sie Müll ist. Könnte es auch mal aufräumen hier. Wie sieht's denn hier aus? So, Leute, jetzt haben wir aber endlich, na, die ausgegebenen Sachen ja auch schon wieder drin. Ich muss gleich mal gucken, weil Benji war ja gerade nicht so gut drauf. Ich muss ja zwischendurch mal unsere Kinder so ein bisschen im Blick behalten. Die sind aber ein bisschen hungrig. Anni, dann komm doch mal hier einmal ein bisschen stillen. Babypflege. Füttern. Stillen. Und dann können wir das hier. Ne oh Gott, wie. Ich sammle meinen ganzen Fuß voll. Und Juma und Benji, ne? Das ist eine ganz besondere Liebe hier mit den beiden, ne? Ach, die beiden. Also, Juma ist einmalig. Also, beste Haustier, Leute. Beste Haustier ist unser Juma. Wir werden morgen mal frisches Futter hinstreuen. Obwohl, wir können die ja erstmal dann zum Fressen rufen, ne? Wie lange braucht dann unser Brutei noch? In 7 Stunden. Oh, wir müssen den Stall säubern und wir müssen die Eier sammeln. Haben wir denn jetzt eigentlich im Kühlschrank auch jetzt was drin oder nicht? Mal öffnen hier. Und doch, wir haben so ein paar Sachen da drin. Guck mal, dann kann ich jetzt noch mal 2 Tomaten mehr dazu setzen. Dann können wir noch mal 2 Bananen dazu setzen. Ich weiß halt nicht, ob sie die Beeren mit benutzt, die schwarze Bohne. Okay, wir packen sie jetzt einfach mal 5 Stück hier so mit in den Kühlschrank. Oder 4. Und hiervon hat Anni definitiv was genommen, weil da hatte ich auch 5 reingesetzt. Das senkt ja auf jeden Fall unsere Kosten, Leute. Und durch das neue Update soll man ja jetzt Sachen auf gewisse Dinge mit platzieren, aber den Kühlschrank haben sie vergessen. Na, schauen wir mal. Aber aus Klo können wir jetzt immerhin Sachen stellen, ne? Nein, nein, wir wollen jetzt nicht von Bienen angegriffen werden.
Was soll denn das? Ah, es ist so der Hammer. Es ist so der Hammer. So, Anni, du sollst auch natürlich was essen. Du hast hier Reste drin, ne? Dann nimm doch mal Reste. Wie verstehst du dich denn mittlerweile mit deinen Kiddies? Boah, die Hälfte ist voll, ne? Freund. Ein Freund ist stets mit einem netten Wort zur Stelle. Ja, das ist doch gut. Aber sie verstehen sich immerhin. Och, er hat Schluck auf. Dann kannst du beiden Kindern gleich nochmal einen guten Nachtkuss geben nach dem Essen. Kannst hier nochmal ein bisschen geregelt. Ach, Juma. Guckt euch das an. Das ist, ach, das ist... Er ist mein Cupsi-Pupsi, ne? Also ehrlich, Leute. Ach, es ist so schön. Es ist so schön. Ach, mit ihm verstehst du dich sehr gut, aber er ist Senior. Sehr gut kompatibel. Okay. Die beiden passen gar nicht zusammen, die beiden auch nicht. Obwohl, weißt du, die beiden Hotties, die ich für sie ausgesucht habe, nö, wir sind mal nicht kompatibel hier miteinander. Nein, nein, gar nicht, nein. Ja, was sollen wir dagegen nur tun? So, du kannst jetzt einmal deinen Stand nochmal bedienen. Ich glaube, das kriegen wir nämlich jetzt nochmal einmal hin hier. Denn ich möchte das ja nochmal hier Stand bedienen und so. Muss ich mich dann jetzt noch... Na, das geht. Oh, da können wir aber was weiterentwickeln, Leute. Wir können hier was weiterentwickeln. Das ist wunderherrlich. Und jetzt darfst du einmal deinen Gartenverkauf wieder starten. Ich mache das mal mit Vorspulfunktion. Weil das sind halt immer 4 Sim-Stunden. Und fürs Video dann in dem Fall immer 4-5 Minuten. Aber das Geld soll ja auch reinkommen. Und sonst kommt das halt nicht rein. So, kauft noch einer was? Sehr gut. Dann kann Anni neu ausstellen. Oha. Oh, aus dem Ei im Stall wird bald ein Küken schlüpfen. Lass Anni Ei ausbrüten verwenden, um das Küken schlüpfen zu sehen. Ja. Ach so, sie bedient nicht mehr ihren Stand. Okay. Deswegen kommen die ja auch nicht. Ja, das war ja zu spät. Unser Huhn sagt uns schon Bescheid so, hallo! Ja, du kannst ja mal Hühner zum Fressen rufen. Oh, Juma hat erstmal ins Katzenklo gemacht. So, Eier ausbrüten. Und dann kannst du Eier sammeln. Und dann kannst du den Stall säubern. Weil erstmal könnt ihr hier euer derzeitiges Hühnerfutter mal wegpicken. Und dann muss ich Anni mal ganz dringend zum Klo schicken. Hier ist schon rot. Oh. Unser Küki ist da, Leute. Unser Küki. Wo ist Küki? Küki. Komm raus, Küki. Küki ist schüchtern. Schüchtern ist Küki. So, dann kannst du uns ja jetzt nochmal hier das Dings aufmachen. Weil unsere Eier würde ich ja ganz gerne Tatsache echt für uns behalten. Sag mal. Was ist denn das? Vitaldünger. Kann ich damit jetzt unsere Pflanzen düngen? Erstmal kannst du alle gießen hier. Das wird ganz dringend Zeit. Oh nein! Wir müssen in die Stadt runter, Leute. Das nützt ja alles nichts. Wieso hast du dich denn nicht eingesprüht? Du hast doch hier super coole... Nein, du bist nicht zimperlich. Also die meisten von euch sagen ja auch, sie sehen das genauso wie ich da, mit dem nicht zimperlich sein. Wegwerfen. Sehr gut. Sehr gut, dann werden wir jetzt wieder einmal nochmal Kalia anrufen, würde ich sagen. Obwohl, wisst ihr was, wir gehen nächste Folge in den Dschungel. Sonst wird die Folge nämlich wieder so lang. Und das wollen wir ja nicht. Dann kann Anni jetzt nämlich nochmal einen Gartenverkauf machen. Dann reisen wir lieber unten in die Stadt. Anni! Monster Mamutschka! Oh, Küki! Ein weibliches Küken! Oh, ist das super! Benjamin ist natürlich jetzt älter geworden. Das ignorieren wir natürlich an dieser Stelle. Witzig, dass nur ein Kind altert und das andere nicht. So, MC Command Center, Sim-Kommandos, Alter festlegen. Ich kann dich nicht auf Kind zurückcheaten? Das ist ja lustig. Ich glaube, das habe ich letztes Mal auch im MCC gemacht. Also im Dings hier. Also gehen wir jetzt erstmal wieder hier rein. Das müsste dann für Beth nämlich gleich mitzählen. Deswegen mache ich das dann direkt. Weil hier können wir ja die Altersstufen einstellen. Ich mache dich einmal kurz hier auf Kleinkind. Was denn jetzt? Okay, okay. So. Da gehen wir aber nicht ran. Jetzt hast du einen Hut auf. Ja, ich will da aber nichts einstellen. Und Sohnemann geht auch nochmal zurück auf Säugling. Und er ist so süß. Jetzt habt ihr schon mal einen kleinen Vorspoiler, Leute. Was für Süßis das werden. Ach so. Also du...
Das ist sie. Sie war sonnig und er war vorsichtig. Ach Gott, das ist ja Anni. Oh no, wir müssen jetzt sagen. Oh, schau, jetzt habe ich Anni aus Versehen zum Eieiei. Oh, wie Panne. Ja. Ja, natürlich muss da ein Kind. Eieiei. Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, ne? So, dann machen wir dich wieder sonnig. So, ich glaube, jetzt ist alles. Ist jetzt die Familiendynamik denn noch richtig? Hier, Anni, sind das deine Kinder? Tochter, Sohn? Ja, perfekt. Alles gut. Oh mein Gott, das könnte, glaube ich, ein bisschen Geld bringen, oder? Aha, 50. Aber ja, gut, nehmen wir mit. Alles super. Beth. Ernsthaft jetzt. Hier ist heute was los, Leute, sage ich euch. Hier ist heute was los. Inventar anzeigen. So, Anni, dann darfst du das da auch nochmal reinschieben. Guck mal, wie schön unser Obst und Gemüse rausgeht. Wenn wir die Sachen vielleicht gleich nochmal verkauft haben, das wäre ja ein Träumchen. Ja, unser Dings ist. Oh, ich hasse die. Also, das ist ein Feiertag, den braucht kein Mensch, ne? So, Gartenverkauf beginnen. Versuchen wir das Ganze jetzt nochmal. Aber die sind schon wieder auch hochgradig aggressiv. Vielleicht gibt es ja einen Mod für einen Mod. Wir werden schon wieder angegriffen. Ich hätte gern Milbenmittel. Milbenmittel. So, dann kann man neu ausstellen. Ach, kannst du gerade nicht. Beruhigt sich selbst, Marotte enthüllen. Wie süß sie denn auch wieder die. Das Schöne ist, wir lernen dadurch jetzt die ganzen Babymarotten gerade kennen, ne? Das ist lustig. So, einen wollen wir aber noch machen. Wir müssen den Tisch ja mal irgendwie leer kriegen hier. Bevor Anni jetzt nach unten reist. Aber mit Obst und Gemüse wirst du nicht reich alleine, ne? Sie ist ja auch ein Hottie-Sim. Mr. Lava Lava hat gerade wieder den Zenit gekaut. Das passt ja zu ihm, ne? Oh, wir müssen wieder saugen. Da waren die Staubis wieder im Alarm. Alter, das ist jetzt heute aber ganz schön viel. So oft wird sie sonst nicht angegriffen. So, dann kannst du jetzt ja nochmal erneut ausstellen. Was kommt denn jetzt rauf, Anni? Ja, sehr gut. Mal ein teurer Tonkrug. Das ist gar nicht so schlecht. So, oha. Nun werden wir erstmal natürlich leicht staubsaugen. Jetzt muss ich erstmal warten, bis Anni damit angefangen hat. So, und dann werden wir, wenn Anni. Du wirst jetzt das Kind natürlich erstmal aufwecken. Dann können wir erstmal stillen und dann machen wir erstmal die Babywindel. Da, Windel wechseln. Und dann kann Beth natürlich erstmal ins Bett gelegt werden. So, und bei dir machen wir jetzt genau dasselbe. Babypflege, füttern, stillen. Babypflege, Windel wechseln und Säugling ins Bett bringen. Also für die optische Dings habe ich das jetzt. Also offiziell glaube ich, könnte Anni hier gar nicht staubsaugen. Deswegen habe ich hier einfach mal diesen Besen mit hingepackt. Wir tun mal so, als würde Anni das immer ausfegen. Also ihr dürft den Staubsauger gerne in euer Let's Play mit aufnehmen, aber das muss definitiv irgendwo hängen, dass wir so tun, als würde Anni das immer ausfegen. Na, damit das so ein bisschen Realistik behält einfach, weil ich glaube nicht, dass Anni hier jetzt gerade saugen könnte. Ich würde jetzt auch an dieser Stelle gleich den Part schon mal beenden, denn ich glaube, er ist schon ziemlich lang. Ach, guck mal, das Windelwechseln rutscht gerade hoch. Das ist ja auch interessant. Und er hat erst mal Fräulein ziehen lassen. Oh mein Gott, Beste. Aufwischen. So, Windeln wechseln für Beth. Windeln wechseln. Beth. Ach, das geht jetzt nicht. Naja gut, dann gehst du jetzt einmal duschen in der Hoffnung, dass dann wieder ein Kind aufwacht. Und wenn du dann geduscht hast, kommst du erstmal wieder hier hin. Oh, jetzt wirst du schon wieder angegriffen. Das glaube ich ja wohl nicht. Das wird ja immer schlimmer hier. So, dann nimm dir doch mal Reste. Anni wird immer noch angegriffen. Meine Herren. Hoffen wir jetzt nicht, dass sie wieder diese grünen Punkte kriegt. Jetzt muss Anni aber nochmal auf Klo. Ei, Karamba. Hier geht's aber auch ab. Dann kann Juma ja mal was trinken. So, ein Kind ist jetzt schon mal wach. Das können wir jetzt direkt mal eben ausnutzen. Let it go, Anni. Das Kind büffelt immer noch. Oi. Babypflege. Waschen. Ja, dann geh sie waschen. Ach, ist ja lustig. Wir brauchen eine Badewanne, Leute. Wir brauchen eine Bade. Banne. Kleine Dauerstinker hier. Okay, ich beende jetzt die Folge und kümmere mich hier mal schnell um die Kiddies und wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und feier im Herzen.